Roses like Clover, Daniel. Ja, ja, Rosen wie Kleeblätter. Grüß Gott. Hallo. Wir singen gerade komische Musik, aber das wollten wir euch ersparen. Ja. Es ist immer so, bevor wir wirklich die Aufnahme starten, ich glaube, das schneiden wir irgendwann mal zusammen. Das ist, glaube ich, der größte Bullshit, den wir jemals in irgendeiner Art und Weise in unseren LPs loslassen. Ja, besonders. Das ist alles bisherige summiert immer komprimiert vor dem eigentlichen Video. Ja, besonders wenn man Baba Ran mit Black Betty Medley irgendwie draus mischt, was weiß ich was. So, andere. Ach ja, ich glaube, wir sind ja irgendwo in einem Monastery, ne? Und wir suchen gerade, wo es weitergeht. Ah, die Sense. Ja, genau. Sense. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo es weitergeht. Ich weiß, da oben sind diese zwei Ärsche, die ständig auf mich feuern. Und du ihnen mal freundlich zuwinkst. Und ich hier keinen Eingang finde. Schildbürger. Oh. Ah, das hatten wir ja schon. Birch. Egal. Ich muss jetzt mal was Lustiges erzählen. Und zwar auf Arbeit, ja, ein Arbeitskollege. Der schreibt immer mit den indischen Arbeitskollegen, weil wir arbeiten mit einer Zweigstelle in Indien zusammen. Und diesen Indern haben wir neulich mal, gestern war es, glaube ich, deutsche Redewendungen beigebracht. 1:1 wörtlich übersetzt, ja. So ist dann zum Beispiel aus Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt geworden. The dog must be going crazy in the pan. Gut. Oder, was war noch? Liegt der Farmer tot im Keller? Nee, Quatsch, liegt der Farmer tot im Zimmer? Lebt er nimmer? If the farmer lies dead in the room, he ain't alive anymore. Und die wollten noch immer wissen, was das bedeutet. Die müssen uns für voll bescheuert halten. Oh mein Gott. Ja, was auch nicht schlecht ist, eine ruhige Kugel schieben. A quiet bull. To push a quiet bullet? Nee, to push a quiet ball. Ach so, so eine Kugel. Ja. Und den geilsten finde ich auch noch, sack zu fix. Das wird zu fuck that shit. Wo müssen wir hin? Ich weiß es auch nicht. Also da oben war bloß dieser schwule Turm. Miau. Ich warte mal. Ich hab doch da oben... Da wurde der eine durchs Fenster geflogen. Jetzt hab ich doch was... Ach, ich hab auch hier das Wasser irgendwie rausgelassen, ne? Wofür auch immer das nochmal gut war. Ich glaube, hier war das, genau. Ja, ja. Aber da ist ja auch nichts weiter. So. Vergiss die Shisha nicht, ne? Verdammt, wieso gebe ich dir nicht? Kleinen Moment, ich muss kurz stehen bleiben. Ich zünd's egal an. Ja, ich muss dem Domi schnell den Schlauch reichen. Oh. Ich geh. Was? Keine Ahnung, ich glaube, das war Staub oder irgendwie sowas. Im Schlauch. Ja, lecker. Ich glaube, den muss ich mal durchspülen. Ah, warte mal, da drüben ist ja noch was. Was nennt man Brunnen? Ich glaube, ich schieße die mal da oben ab, wenn die jetzt so doof werden. Naja, so treffen sie dich ja nicht. Naja, doch, die treffen mich schon, keine Sorge. Aber ich habe genug Munition, ich schieße die jetzt ab. Weil die mich extrem aufregen. Yay! So, da ist ja noch eine. Das war ein Fail. Ist der schon... Der ging schnell. So, und ich glaube nämlich, ich mache mal kurz einen Quickie. Kann das Ganze hier an der Seite vielleicht rein müssen? What was that, hat er gerade gesagt, ne? Ah, oh, süß, ein Gegner. Ja. Zappelphilipp. Das ist genau. Einfach Hammer, wie die umfallen. Den kill ich jetzt auch nochmal schnell. Also hier warst du jedenfalls noch nicht. Au, wow. So. Oh, Health Pack ist mal gut. Den kann ich nicht genug haben. Sag mal, wie viel gibt's denn da noch? Sei froh, dass du welche findest. Später. Ja! Später freust du dich wegen sowas. I come on, Father. Das macht doch auch grammatikalisch keinen Sinn, wenn er sagt, I come on, Father. Der sagt irgendwas anderes in der Richtung.
I'm coming, Father? Ist das vielleicht einfach so? Vater, ich komme. Ja, dann müsste 8 Jahre alt sein. Entschuldigung. Boah, der war echt übel. Es tut mir leid. Das war echt nicht korrekt. Genau, weil der ist ja hier durchs Fenster geflogen. Sind das also 8-Jährige, die wohl an dem Fenster sind? Wir hören jetzt lieber mal. Ja, ich glaube, das ist besser so. Dann habe ich hier was aufgesammelt, wo ich mir nicht mehr sicher bin. Ich glaube, das war dieses komische Buch. Nee, das war schon vorher. Und dann musste ich theoretisch hier raus. Richtig. Und jetzt komme ich... Zu einem Quicksave? Zu einem Quicksave? Es ist halt blöd, weil die ganzen Stellen hier, die hat man eigentlich schon das letzte Mal gesehen. Deswegen möchte ich eigentlich ungern hier noch zu lange verweilen. So, das muss hier irgendwo theoretisch weitergehen. Ich glaube, wenn ich mal hier aufs Dach komplett rüberlaufe. Ich glaube, da habe ich mich das letzte Mal zu wenig umgesehen. Ich bin noch das letzte Mal auch hochgekommen. Ne, es ist ja half-blind, also von dem her passt's ja. So. Yay! So. Und ich hab. Ah, da oben. Ja, ich bin ja ein Grappler. Da oben geht's ja weiter. Hast du's auch gesehen? Nein. Dann zeig ich's dir. Ach stimmt, das Fenster ist ja kaputt, haben Richtig. Sie ja gesagt, ne? Jeha! Ein lustiger, verstopfter Kamin. Was? So. Na da! Schau! Da! Was ist denn sonst? Oh, Loading. Hat was vom Shisha-Topf. Möchtest du mal ziehen? Nee. Gerade nicht. So, auch nochmal einen normalen Safe. Sap. So. Hallo. Und du machst mir jetzt Angst in Kiefer. Oh, Lech, was geht ab? Kann ich auf den schießen von hier? Schatz, da hinten ist die Sense. Ich will sie haben. Die ist so geil. Unter der Treppe? Natürlich. In solchen Spielen immer. In Deus Ex war es nicht so. In Human Revolution. So, der wird jetzt sehr interessant, weil der zaubert nämlich sicherlich wieder. Lord Budge. Schutzschild ist unfair. Was ist denn jetzt kaputt? Du bist vertrunken. Yay. IQ. Hilfe. So. Ruhig. Es rabbelt nichts mehr im Karton. Da. Kommt an der Tür. Wer ist denn das früher Morgen? Was willst du da? Vom Nachbarhause. Und er sagt den Schulze, wenn die Stühle. Sie haben doch einen kleinen grünen Kacken auf Gott. Ihrem kleinen Balkon. Holleri. Nein, schon wieder gesehen. Okay, ich hör auf. Die armen Zuschauer. Oh mein Gott, ich bekomme meine Sense. So, die ist so geil. Ich krieg sie doch nicht. Jetzt ist die Frage, muss ich zuerst von da. Muss ich von da oben runterspringen? Ah! Wie bescheuert ist das? Aber egal. Und jetzt kommen wir wieder zurück in unsere Zeit. Und raus. Tschüss. Genau. Wieso Goblin? Ja, ne? Ich muss aber sagen, der Tabak, obwohl ich eigentlich Doppelapfel nicht so wirklich mag, ich finde ihn gut. Schmeckt. Kriegt ein Like.
Okay, das wusste ich noch nicht. Oder nicht mehr, dass das mein Mana runterzieht. Stimmt das echt? Wahrscheinlich, wenn du triffst. Aber ich heile mich dann dadurch. Wieso der Tod? Der Sensenmann. Schaut aus wie ein Pelikan-Kopf. Wie so geil die Sense. Jetzt müsste ich theoretisch da unten reinkommen, weil ich dürfte, glaube ich, im Mittelalter jetzt das den Gold Key aufgesammelt haben. Oh jawohl. Yeah. Und jetzt kommen wir auch gleich zum ersten Endgegner. Zum ersten? Ja. Wir haben noch keinen Endgegner gehabt. Wir kommen jetzt zur Lisbeth. Die muss ich jetzt leider killen dann. Tja, Daniel, rechts vor links. Da ist eine Kuh in den Katakomben. Ich habe wieder Angst vor Skeletten. Wieso verschreist du das? Ui. Der hat mich unfairerweise erwischt. Ah, stimmt, die nimmt tatsächlich Mana weg. Oder war das noch mein? Ich glaube, das war von deinem, Die hat ja keine Zweitschlagfunktion, ne? Nö. Zack. Ui, hup. Ja. Ich lieb das Teil. Es nimmt immer den ganzen, die ganze Anspannung jetzt schon wieder weg. Oh. Ich hab die gar nicht gesehen. So. Zettelchen. Oh, these dark, twisting tunnels offer me no hope. Na gut, der arme Typ ist hier runtergefallen und sucht jetzt seit ein paar Tagen nach dem Ausgang. Er konnte nicht mehr irgendwas. Ja, gut. Ja, anscheinend ist das hier unten. Was? Hat er schon den Verdacht gehabt, dass es hier irgendwie wegen den Wandverzierungen irgendwas Ritualmäßiges hier auf sich hat? Irgendwelche Beschwörungen dunkler Mächte. Was quasi stimmt? Wir dürften auch bald Lisbeths Mutter hören. Er hat doch gesagt, du sollst um 10 daheim sein. Na, so nicht. Ach so. Es ist ein bisschen creepy, muss ich zugeben. Ich hab gesagt, du sollst um 10 daheim sein. Aha. Ey! Hallo? Der Kammerjäger, grüß Gott. Mit einer Sense. Ah, das hätte bestimmt einen Bonus gegeben. Ah, die hast du erwischt. Erwischt. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo ich lang muss. Irgendwann falle ich durch den Boden, das weiß ich noch. Wie viele Medpacks habe ich jetzt eigentlich? 19 Stück. Die Ratten sind dein Tod. Vielleicht kommen ja immer mehr. Ich gehe lieber, ich habe Angst vor denen. Wie so ein Elefant. Why are you doing this, Lisbeth? So, you know who I am. Natürlich. You think that will help you? You are soon to draw your last breath. Aha. Unsichtbare Wand? Oh, Moment, da geht's trotzdem irgendwie weiter, Moment. Ist da vielleicht ein Amplifier Stone dahin? Da kann ich vielleicht runter. Ah, super. Ich muss also da lang. Das Sense ist das kein Problem. Ach, warte mal kurz. Ich hab ne Idee. Ja, siehst du, meine Energie, die ist jetzt viel schneller, lädt sich jetzt gerade auf. Das heißt, solange ich die Sense halte, lädt sich meine Mana extrem langsam auf. Ah, gut, okay, zu wissen. Okay. Gut zu wissen. Loading! Ich speichere jetzt normal, weil es kommen, glaube ich, viele Gegner um mich rum. Zumindest gleich. Okay. Huhuhu. Da geht's runter. Ich glaube, da komme ich dann wieder hoch, weil ich hier drüben runterfalle irgendwo. Ich bin mir sicher, ich falle hier irgendwo runter.
nützt nix. Da ist ein Hebel. Ich weiß. Ich will das Dynamit haben. Dynamite tonight. Dynamite. Ba-ba-ba, Dynamite. Ich glaube, die Brücke kracht ein. Ich bescheiß ein bisschen. Skipping the level. Bäh. Alter Schwede. Schwede. Ja, die haben aber Blutshow her. Ich glaube, das könnte auch Beins sein. Hallo? Nein, die haben... Die sind echt krass drauf. Und ich stehe doch wieder auf, was ich mir auch gedacht habe. Mach lieber weiter. Ja. Super! Was für ein Idiot! Oh oh. Was denn? Ich glaube, ich habe die Aufnahme gerade eben abgebrochen. Hast du auf F9 gedrückt? Ja, ich speichere mal kurz und gehe raus. Sollen wir weitermachen, oder? Ja, ja, wir reden schon weiter. Wir reden jetzt einfach mal weiter. Und machen das von vorne.